Paartherapeut, Beziehungscoach in Hamburg und in Berlin. Und diesmal wieder rund um die Themen Dating und in Nähe München auch ab und zu. Rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Heute geht es darum, wie viel Chemie braucht es in einer sicheren, gesunden Beziehung. Ja, was gibt es noch? Selbstliebe-Challenge geht bald los. Genau. Und dann haben wir noch eine coole neue Aktion. Und zwar gibt es ab Donnerstag mit dem Code BOOT2021, schreibe ich nochmal drunter, gibt es 12% auf Sessions mit mir, Bootcamp und auf die Bundles, also mehrere Kurse auf einmal. Wir sind da insbesondere diese größeren Bundles. Ich schreibe das mal unter das Video und dann schauen wir mal weiter. Eine Nachricht von Katschetzkola und sie schreibt, geglückte Umprogrammierung oder nur ein weiteres Update für den Liebeschip? Beziehungsweise welches Ausmaß an Anziehung bringen gesunde Beziehungen mit sich? Lieber Christian, zunächst einmal ein großes Danke für deine hilfreiche Arbeit. Vor allem zu Beginn meiner persönlichen Entwicklungsreise haben mir deine klaren Sichtweisen für verdeckte Beziehungsdynamiken in den Videos viele wichtige Erkenntnisse gebracht. Zwei Sätze zu meiner Vorgeschichte. Ich bin mit einem emotional abwesenden Vater und einer bedürftigen, übergriffigen Mutter groß geworden. Es ist also nicht verwunderlich, dass einige meiner inneren Anteile enge Bindung und Nähe als potenziell gefährlich bzw. nicht verfügbar eingestuft haben. Beinahe meine kompletten 20er hänge ich in den schmerzhaften Muster des Pluspols fest und habe mich immer wieder zielsicher in nicht verfügbare Männer verliebt. Ja, aber hast dich auch schon mit deiner bindungsängstlichen Seite befasst? Die taucht ja dann häufig darunter auf. Genauso wie vielleicht beim Minuspol die verlustängstliche Seite auftauchen würde, wenn die in sich arbeiten würden. Das ist leider Teil des Weges. Insofern würden wir da über ein Update für dein Liebeschip sprechen, auch mal über deine, das hast du ja hier so genannt, ne, dass du damit zu tun hast, dann auch über deine bindungsängstlichen Anteile, weil das ist ja immer wieder ein schöner Begriff, ne, mit der passiven Bindungsangst von Steffi Stahl. Ja, also dass man quasi Verlustangstmuster lebt, aber darunter hat man eigentlich selber Schiss vor Nähe so. Ich hatte einige extrem schmerzhafte Liebeskummerphasen, habe mich dann nach den Ursachen forschen lassen. Deine Videos, Therapien, Seminare und unzählige Gespräche mit engen Freunden. Hoffe, dass auch mal in die Kurse reinguckt. Ich weiß ja, dass das, ich meine, ich stelle ja gerne hier umsonst alles zur Verfügung, was ich halt zur Verfügung stelle, aber also das geordnete Vorgehen ist halt in den Kursen drin und ich weiß, dass wir leben ja in so einer umsonst Gesellschaft, aber die sind echt so kostengünstig, die Kurse. Also macht auch die Kurse, weil da sind so viele Sachen dann sind da drin. Klar, ich beantworte gerne auch diese Fragen, weil das ja auch für viele interessant ist. Und aber genau. In diesem Fall wäre das dann der Modul 4, ne? Oder auch Liebeschip Pro, oder die befassen sich mit Bindungsangst. In diesen 5 Jahren gab es noch, verlinke ich hier oben dann auch mal, in diesen 5 Jahren gab es noch eine schmerzhafte Wiederholung von toxischen Beziehungen. Diese haben aber jedes Mal wichtige, noch nicht verarbeitete oder integrierte Wunden vor mir offengelegt. Die anschließende Aufarbeitung hat mich jedes Mal ein Stückchen heiler und damit mutiger für den Weg zu echter Nähe gemacht. Nur mit fast 30 habe ich online, probier mal online, vertraut mal aufs Universum. Oder guck mal, ja, in den Datingkurs, da stehen auch Alternativen drin. Vor einem halben Jahr einen Mann kennengelernt, mit dem ich seit einiger Zeit eine Beziehung führe und zum ersten Mal andauernd in der Rolle des Minuspols bin, was gleichzeitig der Grund ist, warum ich dir schreibe. Ich genieße etwas Zeit als Single dazwischen aus einer... Nee, ich genieße mit diesem Mann eine sehr reife, respektvolle Kommunikation. Er kommt mit Zeit als Single dazwischen aus einer langjährigen Beziehung, die er nach einem längeren Rettungsversuch inklusive Paartherapie beendet hat. Ich nehme bei ihm eine starke Reife bezüglich ehrlicher Auseinandersetzung mit herausfordernden Themen innerhalb einer Partnerschaft wahr.
Wir sind bei auf der Suche nach einer langen, tragfähigen Verbindung, die den Raum für individuelles und gemeinsames Wachstum ermöglicht. Zudem nehmen wir in unserem Kennenlernprozess beide eine große Zuverlässigkeit und damit einhergehende Ruhe wahr. Es gibt keine Spielereien. Ja, es ist schön, wenn es keine Spielereien gibt im Sinne von, so negative, aber witzig, wo ich das hier vorlese, kam mir auch das Wort spielen, aber ist es spielerisch bei euch? Ist es spielerisch? Ist es lustig? Ist es, wir lernen es, Hangout, have fun, hook up, oder führt ihr andauernd, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ne, führt ihr andauernd schwierige, vernünftige, seriöse Gespräche, ja, was auch ein bisschen abtörend sein kann, so. Ist es spielerisch, euer Kennenlernen, ne? Oder ist es nur geprägt von Verhandlungen, wie eine Beziehung laufen soll, was auch wichtig ist, ne? Nur ist es, man kann auch auf dem Extrem zu viel sein. Wenn Ängste auftauchen oder kleine Verletzungen, finden wir einen Weg, darüber zu sprechen und suchen gemeinsam nach Lösungen. Gut. Die krassen Verlustängste, die vorherigen Männer bei mir getriggert haben, tauchen so gut wie gar nicht auf. Ja, das ist schon ein Zeichen, dass es entweder eine sichere Beziehung ist oder er eher verlustängstlich ist. Das könnte auch sein. Ne? Ich spüre regelmäßig, wie ernst seine Absichten mir gegenüber sind. Auf der Ebene der Kompatibilität quasi ein 100% Match. Trotzdem trete ich seit Wochen auf der Stelle, ob ich mit diesem Mann die nächsten Schritte weitergehen möchte oder nicht. Naja, sagen wir mal so, wenn du richtig verknallt wärst, würdest du das jetzt nicht schreiben, ne? Zum Beispiel Freunde und Familie kennenlernen, ihn bei anstehenden Lebenswegentscheidungen berücksichtigen. Wie ich von dir gelernt habe, gibt es ja nicht nur die Frage nach der Kompatibilität, sondern auch die nach der Chemie. Ja, genau. Und die wird eben bestimmt auch von der Polarität, ne? Wie sehr seid ihr oder er vor allen Dingen dann in seiner Polarität? Wie viel habt ihr Hangout, have fun, hook up? So, ne? Immer wieder zurück zu den Basics, ne? Zu dem Moment kommen. Ich spüre ihm gegenüber insgesamt wenig Anziehung, Faszination. Und damit meine ich nicht nur die körperliche Ebene, sondern eher die gesamte Ausstrahlung. Ja, also ich sehe mich ja als High-Performance-Coach und ich würde sagen, ja, also ich weiß, das ist schwierig, aber wir haben ja ein ganzes Leben Zeit. Sucht jemand, mit dem ihr kompatibel seid und eine gute Chemie habt. Ja, und nicht nur eins, ne, weil das macht auf die Dauer nicht glücklich. So. Aus meinen vorherigen toxischen Beziehungen kenne ich Verliebtheit so, dass wenn ich jemanden anschaue, ich das Gefühl habe, zu Hause zu sein. Ja, aber was ist denn dein Zuhause? Also das kannst du so ein bisschen abhaken, weil dein Zuhause ist ein, was hast du gesagt, übergriffige Mutter und nicht verfügbarer Vater. Ja, was ist denn dein Zuhause? Zuhause ist das. So, und das ist, also das darfst du nicht erwarten, dass sich das wie zu Hause anfühlt. Die Frage ist, es fühlt sich sexy an und gut an, aber das darfst du nicht erwarten. Zu Hause, das muss ich ganz langsam umstellen. Das ist ein längerer Prozess, dass man dann irgendwann, ich meine, du hast die ganze Kindheit, hast du das erlebt und verbindest das mit zu Hause. Das dauert natürlich, ne? Da darf man auch nicht so viel drauf geben. Also das ist so ein bisschen wie Kolumbus. Also wenn jetzt Kolumbus sagt, er segelt von Spanien los, ne? Und so. Der segelt jetzt los und ist mitten auf dem Atlantik und weiß nicht, wo kommt er jetzt an, ne? Gibt es da hinten Land oder was? Also wenn der jetzt sagt, ja, das fühlt sich hier nicht wie zu Hause an, auf dem Schiff, ich bin im ganzen Wasser um mich rum und ich weiß gar nicht, was ist denn hier los? Ja, da hätte er gleich zu Hause bleiben können, weil dann brauchst du gar nicht lossegeln, so, ne? Und das ist gerade, was in dieser Umprogrammierung des Liebeschips gefordert wird, diese Haltung von, ja, das ist jetzt unangenehm hier auf dem Wasser, wir wissen nicht, was kommt, ich weiß nicht, wo das Land ist und versuch aber hier die Überfahrt zu genießen, so gut es geht sozusagen, ne? Guck mir mal die Delfine an und genieß, was ich hier habe, und das fühlt sich aber nicht wie zu Hause an, weil zu Hause war für dich was anderes und bis du irgendwas Neues zu Hause findest, ja, das geht nicht von heute auf morgen, und man kann aber mit jemandem eine gesunde Beziehung führen, obwohl es sich dann gerade eben nicht wie zu Hause anfühlt, und trotzdem kann es spannend sein, eben auf eine ganz neue Art. Ne?
Also das ist ein schwieriger Punkt mit dem, wenn du das erwartest, so, ne? Irgendwas aneinander und ineinander erkennt sich dabei auf einer tieferen Ebene und löst bei mir aus, dass ich mit dem Menschen mehr Zeit verbringen möchte. In Klammern Wundenanziehung, Fragezeichen. Ja, genau. Aber dieses Chemiegefühl ist eben nicht nur aus der Wundenanziehung, ist eben auch aus der, also aus vielen anderen Sachen noch und eben auch aus der Polarität so, ne? Und also du kannst schon jemanden daten, der nicht die gleichen Wunden hat. Beziehungsweise, ja, wenn du deine Wunden da noch mehr bearbeitet hast, was man häufig überschätzt, wie weit man da schon ist, ja, ziehst du vielleicht auch Männer an, die das weniger haben. Aber gut, trotzdem wollte ich, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist Polarität. Ist eben eine Sache, die ist auch ein Stück weit unabhängig von dem Liebeschip so. Und deswegen empfehle ich immer, datet jemand, der ja, also so verlässlich ist wie dieser Mensch hier und trotzdem, den, ja, von der Optik her oder was auch immer, den ihr hot findet. Ja, jetzt sagt man vielleicht, das ist ja ein Einhorn suchen, aber dann würde ich sagen, dann sucht ein Einhorn, ja. Also ich werde hier keine Sachen sagen, die. Werde euch hier nicht, also ich auf meinem Kanal werde euch hier nicht anhalten, irgendwelche elenden Kompromisse zu machen, weil das, die Zeiten sind auch vorbei, meiner Ansicht nach. Das war vielleicht in früheren Generationen notwendig, heute ist es nicht mehr notwendig. Also, und warum? Klar, muss man immer, kriegt man immer seine Themen irgendwo, aber warum sollte man, also wird sich damit scheinbar nicht zufrieden geben und das ist total in Ordnung, ne? Jo. Allerdings erlebe ich dieses Gefühl zum Beispiel auch in langjährigen, tiefen Freundschaften ohne eine Art von Toxizität. Genau, ja, ihr habt eine super Freundschaftsebene, aber auf der Mann-Frau-Ebene ist es scheinbar nicht genug. Mit ihm hatte ich dieses Zuhausegefühl nie und glaube auch nicht, dass es sich noch entwickeln wird. Ich empfinde uns bei aller kognitiven, intellektuellen Übereinstimmung als zwei Menschen mit einer sehr unterschiedlichen Seelenfarbe. Ja, du kannst jetzt nichts dagegen machen. Also entweder du findest ihn hot oder findest ihn nicht hot. Also man kann schon drüber reden, wenn man das erste Mal in eine gesündere Beziehung kommt, ob es da vielleicht mal Phasen gibt, wo man, ja, gibt es vielleicht schon mal Phasen oder Wochen von, wo man, ja, ein bisschen bindungsängstlich ist. Aber erstmal kann man da auch dran arbeiten, weil das ist ja auch ein Abwehrmuster sozusagen. Also könnte man jetzt wieder, aber gut, ich will da jetzt nicht zu sehr einsteigen, aber das müsste man dann in der Session machen. Aber klar, man kann sich überlegen, seid ihr vielleicht zu sehr auf Konsens, wird zu wenig die Unterschiede gelebt. Ja, außerdem nehme ich ihn als insgesamt sehr weich wahr. Ja, das ist ja ein totales Polaritätsthema. Weiß aber nicht, ob es ein Polaritätsthema ist. Ja, ist es. Oder eine Facette seiner Persönlichkeit. Ja, also vielleicht hat er, stört das jemand anders wenig, weniger, aber nimmt ihn gar nicht als weich wahr. Oder, aber für dich ist es so. Ne? Ist auch ein bisschen irrelevant jetzt, ob du das nur so wahrnimmst oder es weich ist für einen Mann eindeutig eine Aussage, dass du ihn nicht in seiner Polarität empfindest. Er war bei unseren Dates immer sehr proaktiv, ist beruflich erfolgreich und pflegt einige private Projekte mit Leidenschaft. Trotzdem fehlt ihm eine gewisse, fehlt mir, ja, ist gut, wenn du das so formulierst, fehlt mir eine gewisse Kernigkeit und Maskulinität. Es ist, wie es ist. Willst du dagegen machen, ne? Vor allem, wenn wir in der Öffentlichkeit zusammen unterwegs sind, habe ich immer das Gefühl, dass ich ihn nicht als Mann an meiner Seite sehe. Ja, du beantwortest dir deine Frage ja quasi selbst, ne? Falls relevant, Sex ist dennoch gut. Da würde ich jetzt mal so ein bisschen sagen, noch, aber ich weiß jetzt nicht, ob du irgendwo geschrieben hast, wie lange ihr euch kennt. Vor einem halben Jahr. Naja, ich wünsche es euch, dass es alles schön bleibt mit dem Sex und so, aber ja, schauen wir mal. Das liegt, glaube ich, vor allem an unserer sicheren Basis, durch die ich mich gut fallen lassen kann, wie an unserer offenen und achtsamen Kommunikation generell. Ja, also letztlich kannst nur du wissen, ob dir das reicht oder nicht, ne? Nun stehe ich vor der Frage, ob mein mangelndes Gefühl der Anziehung an der Umstellung von meinem ungesunden Beziehungsmuster mit viel Thrill
auf ein gesundes Beziehungsmuster liegt oder der berühmte Funke schlichtweg einfach nicht da ist. Ja, ich denke, es ist beides. Ne? Also zu welchen Anteilen kann ich dir jetzt auch nicht sagen, aber ich denke, es ist beides. Sowohl liegt es ja nicht auf seinem Liebeschip, was man vielleicht dann auch mal ein Stück weit tolerieren kann, aber oder auch muss, vielleicht an irgendeinem Punkt, wobei sich der Liebeschip ja auch ändert mit der Zeit, je mehr man sich arbeitet und man dann auch andere Menschen, auch neue Menschen attraktiv findet. Und das dauert aber meistens länger, als man denkt. Man denkt immer schon, man wäre soweit. Und dann, also letztlich sind es deine Anziehungspunkte, die du hier lebst. Und das ist das, was das Universum dir geantwortet hat. Das ist dieser Mann jetzt. Ne? Also da siehst du irgendwo deinen Fortschritt und siehst aber vielleicht auch noch, was noch nach oben offen ist. Ne? Was, wo noch Potenzial ist, was wir alle ständig haben, immer wieder. Ne? Also insofern kein Stress, versuch nicht immer irgendwo anzukommen, genieß den Weg. Ja, vielleicht hast du Impulse dafür, wie man den Unterschied feststellen kann. Das ist irrelevant. Du hast einfach also letztlich wird dir das keiner sagen können, aber wie gesagt, ein Zuhausegefühl würde ich nicht erwarten. Aber also solltest du ihn schon so gut finden, dass du sagen kannst, ja, das ist der Mann an meiner Seite. Also da muss man vielleicht echt suchen. Also idealerweise findet man jemanden, der so attraktiv ist, dass man oder so auf dem äußeren Attraktivitätschip liegt, dass das sozusagen kein Thema mehr ist. Und dann gibt man sich rein in dieses Thema, okay, da jetzt, wie fühlt sich das dann, eine sichere Beziehung? Es ist vielleicht, fehlt mir vielleicht manchmal der Thrill. Aber am Ende des Tages hast du immer nur drei Möglichkeiten. Entweder du führst dann, also Thrill-Beziehungen zu führen, ist ja auch eine Wahl. Ne? Ich will das auch gar nicht immer so werten. Wenn man, also offensichtlich gibt das ja auch vielen Menschen was, beziehungsweise eine Phase in ihrem Leben, ist ja halt keinen Bock mehr drauf haben. Aber man kann, du hast immer wieder die Möglichkeiten, du kannst weiter Thrill-Beziehungen führen, wenn dir das total wichtig ist. Du kannst sagen, ja, mehr ist mir nicht möglich und ich hier leide ich wenigstens nicht und mangelnde Polarität scheiße ich drauf. Oder du kannst sagen, du kannst das ja auch noch eine Zeit angucken oder mit ihm drüber reden. Vielleicht ergibt sich auch noch was, aber halbes Jahr ist immer so, wäre auch noch mal ein gutes Video, ne? 100 und die 200 Tage Grenze. Oder du kannst halt sagen, hey, ich will das volle Paket. Ne? Und guck weiter, wo meine Anziehungspunkte da jetzt gerade liegen, nehme das in Liebe an, wo ich gerade stehe und gehe weiter, ne? Also insofern würde ich sagen, Update für dein Liebeschiff. In diesem Sinne, schaut da mal rein, wenn ihr Lust habt, auf ein bisschen Trash-TV, Love Island auf meinem privaten Kanal. Werden alle Dinge, die ich in diesen Videos sage, finden sich da in irgendeiner Weise wieder. Und es ist sehr amüsant, egal ob man jetzt denkt, das wäre gestellt oder nicht gestellt. Es ist wirklich sehr lustig und zumindest, wenn man nicht selber drinsteckt. Also in diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.